Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, sehr spannende Phase. Ja, wir befinden uns bei 34.500 Dollar und haben nochmal unseren Widerstandsbereich angetestet von unserem Falling Wedge, wie gestern im Livestream angesprochen. Deshalb, was hier heute wichtig wird und ob wir hier dieses finale Breakout jetzt endlich mal über unseren Widerstand sehen werden, ja, und somit unser Downtrend erst gebrochen ist, das erfahrt ihr hier bei mir im Video. Deshalb unbedingt dranbleiben. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne runterscrollen, subscriben, liken und die Glocke aktivieren. Joint hier gerne meine Community und ich würde sagen, wir legen direkt los nach dem Intro mit dem Video. Let's go! So, also dann herzlich willkommen an alle Zuschauer hier bei mir im Video. Und zwar, es sieht im Moment wirklich so danach aus, dass wir hier diesen Downtrend-Kanal schon wieder an der Oberseite antesten. Ja, ihr seht es hier ganz gut. Wir testen hier wirklich schon wieder im 4-Stunden-Chart hier oben unseren Widerstandsbereich an, genau wie wir das hier 2 Tage zuvor gemacht haben und auch hier. Also das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Phase jetzt, ja, hier für Bitcoin. Deshalb werde ich so kurz wie möglich dieses Video halten. Und zwar schauen wir uns jetzt mal den 1-Stunden-Chart an, wie es im Moment auf dem 1-Stunden-Chart aussieht. Und zwar habe ich euch ja gestern auch noch gesagt gehabt, dass wir im Livestream war das, dass wir hier im Moment eine Range spielen. Ja? Und je nachdem, wo die Range dann ausbricht, entweder nach oben oder nach unten, wird es erstmal einen explosiven Move geben. Und das haben wir hier auch wunderschön gesehen. Wir haben hier unten nochmal angetestet. Die 32.277 Dollar sind jetzt nach oben gepusht und traden jetzt wieder kurz vor knapp unseres großen Widerstandes. Wir hatten den Widerstand auch angehittet gehabt, wurden hier leicht rejected. Was mir natürlich jetzt sehr gut gefällt, ist, dass wir uns in diesem Bereich erstmal jetzt aufhalten und nicht gleich wieder abverkauft worden sind. Deshalb, das müsst ihr unbedingt im Auge behalten. Was ich jetzt im Auge behalte, ist, wenn wir hier durchbrechen, ob wir einen Retest sehen und dann weiter nach oben gehen. Ein Retest wäre natürlich ein sehr gutes Einstiegssignal für einen guten Long Trade. Man kann natürlich auch so sagen, weil es im Moment Bitcoin nicht anders macht oder die letzten paar Male einfach auch so gemacht hat. Wir sind einfach bei Bitcoin durchgebrochen und haben sehr, sehr spät erst in, ja, vielleicht in 3-4 Tagen später dann erst gegebenenfalls hier diesen Retest gesehen. Deshalb, was ich jetzt natürlich glaube, ist, ich denke nicht, dass es dann hier ein Fake-Out wird, wie wir das hier gesehen haben, dass wir hoch sind, angetestet haben und dann hier wieder runter nach unten hin einbrechen. Deshalb, wenn wir hier wirklich jetzt dann hier durchbrechen, gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall den Move Richtung 42.000 Dollar machen und versuchen, die 42.000 Dollar nach oben hin zu durchbrechen. Des Weiteren sieht es hier dann jetzt wirklich so aus, als würden wir hier einen wunderschönen doppelten Boden formen, so wie ich das auch schon vor ein paar Videos oder wann war das, vor 2-3 Tagen oder so, habe ich euch das ja schon gesagt gehabt, oder vor 2 Tagen, dass ich hier davon ausgehe, dass wir hier einen schönen doppelten Boden formen. Das heißt, wenn wir hier nach oben hin ausbrechen, ist auf jeden Fall eine Chance, da einen Long Trade zu eröffnen und setzt dann euren Stop Loss hier knapp hier unter die Widerstandslinie drunter, ja, dann denke ich, wäre das auf jeden Fall mal ein guter Einstieg. So, des Weiteren war es ja dann auch so, dass ich euch hier eine kleine Widerstandslinie eingezeichnet habe. Die kam vor allem durch diese Akkumulation und durch diese Seitwärtsphase, was wir hier gesehen haben. Ja, Bitcoin hat es im Moment eigentlich nicht interessiert, sind komplett durchgestoßen. Deshalb können wir diese Widerstandslinie, was sie hier gebildet hat, erstmal wegmachen. Was natürlich für mich trotzdem jetzt wichtig ist, ist diese weiße Linie hier bei 33.554 US-Dollar. Es könnte durchaus sein, dass wir nochmal rejected werden, ja. Hier nochmal runtergehen, ein bisschen seitwärts traden und dann der Move nach oben kommt. Weil im Moment ist es nämlich auch so, wenn wir uns das Ganze hier jetzt mal auch anschauen, was die Miner im Moment machen, und die Miner verkaufen im Moment absolut gar nichts. Wir sind auf einem Allzeit-Low seit Juli 2016, also tiefer geht es eigentlich kaum mehr. Ja? Und die Miner verkaufen gerade mal nur so viel, damit sie ihre Kosten decken können. Meiner Meinung nach, schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Auf jeden Fall sehr spannendes und sehr interessantes Bild, ja.
was sich hier ergibt. Das heißt, die Miner warten auch ab und gehen davon aus, dass wir demnächst wieder höhere Preise sehen werden. Und dann ist es ja völlig normal, dass dann die Miner auch wieder ein paar Profite realisieren werden, ja, von ihren gemeinten Bitcoin. Aber das will ich euch natürlich hier nicht vorenthalten. Deshalb schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, was hier gerade abgeht. Klar, hat natürlich auch damit zu tun, dass in China die Miner ihre Sachen im Moment abbauen und in andere Länder gehen. Aber ja, das wollte ich euch auf jeden Fall hier noch mitgeben in dieser Phase, ja. Und das wird natürlich auf jeden Fall dann auch sehr spannend, was dann passiert, wenn wieder alles aufgebaut ist, ob dann die Miner hier dann wieder, ja, ihre Bitcoin auf den Markt bringen und verkaufen. Also, das sieht auf jeden Fall hier jetzt ganz gut aus. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz die Bitcoin-Dominanz an und dann versuche ich auch so schnell wie es geht, das Video hochzuladen für euch. Und zwar ist auf dem 4-Stunden-Chart jetzt hier, ja, wir sind immer noch auf einem guten Weg bei der Bitcoin-Dominanz, 47,67%. Ich gehe davon aus, wenn wir das Ding brechen sollten nach oben, also wenn wir unseren Widerstand nach oben hin durchbringen sollten, dann gehe ich davon aus, dass wir hier Richtung 50% hochwandern werden. Und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend, weil dann natürlich sehr viel Kapital in den Kryptomarkt fließt. Und ich habe es euch ja auch im gestrigen Video gesagt gehabt, dass wir den größten Inflow auf eine Exchanges gesehen haben mit USD Tether. Also da sind die großen Wale und so weiter, sind auf jeden Fall bereit dafür, hier wieder groß in Bitcoin mit einzusteigen und weitere Bitcoin zu akkumulieren. Jetzt ist natürlich dann auch so, dass es bei Cardano auch jetzt ja leicht wieder aufwärts geht. Ihr seht sie ganz gut. Bei Cardano ist es im Moment so, dass wir hier wieder über die 1,32 sind. Habe ich auch gestern im Stream gesagt. Es ist jetzt einfach wichtig, dass wir Richtung 1,50 hochgehen. Sonst hält sich Cardano sehr gut. Nur mal ganz kurz am Rande hier reingeschmissen. Und jetzt schauen wir uns Ethereum an. Und zwar performt Ethereum im Moment trotzdem nicht sehr gut. Ja, muss man wirklich so sagen. Wichtig ist einfach jetzt, dass wir über die 2040 Dollar wieder drüber kommen. Ihr seht es nämlich hier auf dem 4-Stunden-Chart, haben wir es hier zweimal nicht geschafft. Das heißt, wenn wir hier drüber kommen, sehe ich für Ethereum wieder höhere Preise. Falls wir das nicht schaffen sollten, werden wir hier rejected und gehen nochmal runter Richtung 1662 Dollar. So, das soll es davon gewesen sein. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein auf unseren Bitcoin-Chart. Ja, und ihr seht auch im 4-Stunden-Chart schon, es sieht wirklich danach aus, Leute, dass wir hier jetzt erstmal wieder probieren, durch unseren Widerstand hier drüber zu kommen. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, falls wir hier drüber brechen, aber ich halte mich bereit, um hier einen Long Trade zu eröffnen, mit wenig Risiko, Stop-Loss ganz knapp hier drunter setzen, falls wir doch wieder reinwicken und es ein Fake-Out war. Ja, wichtig einfach, ihr müsst aufs Volumen aufpassen. Wenn wir hier mit genügend Volumen hier nach oben pushen, ja, dann sieht das Ganze natürlich sehr gut aus. Wenn aber wenig Volumen dann in dem Markt ist, dann könnte es sein, dass wir gegebenenfalls ein Fake-Out reinkriegen. Und deshalb schaut euch das Volumen an, wenn wir ein Breakout nach oben sehen. Ja, das ist immer sehr wichtig. Was ich trotzdem jetzt noch mit euch anschauen wollte, ist der Weekly. Und zwar auf dem Weekly ist es im Moment so, schaut euch das an, wie wir die Weekly Candle geschlossen haben. Und das war genau so, wie ich es erwartet habe oder auch gehofft habe eigentlich, ja. Und zwar genau über 34.500 US-Dollar. Ich habe auch gestern gesagt im Stream, dass es wichtig ist, dass wir über 34.500 Dollar schließen. Warum? Ganz einfach, weil wir dann die sechste Woche in Folge überhalb unseres 50er Weekly EMAs geschlossen haben, Leute. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, muss man wirklich so sagen. Wir sind immer wieder runtergefallen, aber haben die Woche immer wieder dann trotzdem gut geschlossen, überhalb unseres 50er Weekly EMA Moving Average. Und das sieht natürlich sehr gut aus. Und wenn wir uns das Ganze einfach jetzt hier auch nochmal groß anzeigen, mit unserer großen Support-Linie, was wir haben im Moment, gibt diese Linie uns sehr guten Support, Leute, ja. Und das seht ihr hier ganz gut. Wir haben es einmal angetestet, nochmal angetestet, jetzt hier sogar drunter gebrochen, aber haben die Weekly wieder überhalb dieser Support-Linie gezogen, geschlossen. Und das ist natürlich ein wunderbares, gutes Zeichen. Also es sieht jetzt hier im Moment nicht zu schlecht aus, muss man wirklich sagen. Dass wir hier jetzt den Boden gefunden haben, sieht jetzt wirklich erstmal für den jetzigen Tag, für den jetzigen Zeitpunkt so danach aus,
Das Video kommt jetzt gleich online für euch. Haut unbedingt den Like-Button rein, kommentiert das Video für den Algorithmus. Ja, unterstützt mich hier dabei, andere Leute und vor allem hier größere Reichweite zu erreichen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne runterscrollen, subscriben, liken und die Glocke aktivieren. Und ich halte euch natürlich auf Telegram jetzt hier auf den Laufenden, was jetzt hier passiert. Und in diesem Sinne einen guten Wochenstart wünsche ich euch. Und wir hören uns spätestens auf Telegram. Haut rein, euer Basti und ciao, ciao.